Soraya Hosni hat sich gut eingelebt. Dabei hat sie beobachtet, dass die komplexen Familienstrukturen bestimmen, wer welche Sprache spricht. Das Team der Berliner Sprachforscher untersucht 4 Sprachen auf Westambrim. Doch Soraya Hosni konzentriert sich auf Dakaka. Sie will genau untersuchen, welche 600 Menschen Dakaka heute noch sprechen und warum die Sprache vom Verschwinden bedroht ist. Ich befrage Menschen, die für ihr Wissen bekannt sind, und versuche so, möglichst viele wichtige Daten zu sammeln. Sie zieht in verschiedene Dörfer, heute nach Lombela. In den intakten Dörfern sprechen fast alle die offizielle Sprache Bislama und auch Dakaka. Am interessantesten für Soraya sind die Frauen. Mandun spricht zusätzlich eine weitere Sprache. Soraya erkennt, das ist bei vielen Frauen so, aber nicht bei Männern. Bedroht diese Mehrsprachigkeit vieler Frauen das Dakaka? Und warum beherrschen viele Frauen oft eine weitere Sprache? Die Antwort: Häufig stammen sie aus einer anderen Region von Ambrim oder von einer anderen Insel. Sie sprechen ihre Muttersprache. Wenn sie heiraten, ziehen sie zum Mann. Dann lernen sie Dakaka, aber behalten doch ihre alte Sprache und ihre alten Lieder. Aber reicht dieser Einfluss schon, um Dakaka zu verdrängen? Denn dieser Austausch findet seit Jahrhunderten mit anderen Inseln statt. Er gehört schon lange zur Kultur auf Westambrim. Bisher fügen sich diese Frauen in das intakte Dorfleben ein und lernen selbstverständlich die neue Sprache ihres Mannes. Schon seit langer Zeit stellt das Meer keine unüberwindliche Grenze mehr dar, sondern ist der einzige Kontakt zur Außenwelt. Die Gesellschaft braucht die Frauen der anderen Inseln, denn als Ehefrauen und Mütter sind sie die Garanten des Überlebens. Auf Dakaka heißt Familie Yale Nio. Die vielen Sprachen der Frauen bedrohen Dakaka also nicht. Es ist das erste Mal, dass wir mit einer quantitativen Untersuchung verstehen wollen, wie die Familienstrukturen funktionieren. Diese Daten sind hilfreich zum Entschlüsseln der Verwandtschaftsbeziehungen. Schon bald steht für Soraya Hosni dazu ein Highlight an. Eine Hochzeit, die sie mit der Kamera dokumentieren darf. Die bunte Feier auf Ambrim erinnert an eine europäische Hochzeit. Aber nur ein bisschen.